Nehmen Sie Platz, Rekrut Trapper. Ich habe gesehen, in Ihrer Qualifikation stand zweimal in den Qualifikationen manchmal etwas aufbrausend. Solche Leute kann ich nicht brauchen, Sie können sich abmelden. Und dann war das die Geschichte eigentlich erledigt. Welche sind gemäß dir die grössten Irrtümer, die grössten falschen Mythen über Offiziere oder auch Politiker? Am Schluss sage ich immer, ja, den Preis, den wir bezahlen müssen für unsere Sicherheit, die darf mit der Schuldenbremse nichts zu tun haben. Dann müssen wir eine Lösung. Ich erwarte jetzt von den nationalen Politikern eine Lösung. Herzlich willkommen beim offiziellen Podcast der Schweizer Armee. Ich bin Oberst im Generalstab Matthias Müller und ich bin der Gastgeber dieses Podcasts. Und heute habe ich eine große Ehre. Ich habe nämlich den höchsten Berner bei mir zu Besuch. Er ist nicht nur höchster Berner, er ist auch Oberst und Unternehmer. Herzlich willkommen, Francesco Rappa. Ja, herzlichen Dank, Matthias. Du bist ja so etwas, wie man, wo man sagen könnte, ein UNO. Magst du dich doch noch erinnern? Das war ja. Was ist ein UNO? Weißt du das noch? Ja, das ist die Abkürzung für Unternehmer, Nationalrat und Oberst. Genau, also du bist in diesem Sinne ein UKO. Ein UKO, nicht ein UNO. Genau. Ja. Und das war ja so die Bezeichnung vom idealen Schweizer, so in den 70er, 80er Jahren. Ja. Oder? Bist du ein idealer Schweizer? Ich denke schon, ja. Also ich lebe es auf jeden Fall vor, ohne es zu merken. Also ich finde, ich bin ein klassischer Schweizer, ja, mit italienischem Namen. Eben, genau, und da kommen wir jetzt gerade darauf zurück, oder? Du bist ja nicht seit Geburt auf Schweizer. Das ist so. Erzähl uns. Ja, also ich bin ja in der Schweiz geboren und aufgewachsen, aber ich war bis ca. 1977 hatte ich nur den italienischen Pass, obwohl ich eine Schweizer Mutter hatte. Aber zu dieser Zeit war es noch so, dass man als Kind die Nationalität des Vaters übernehmen durfte, musste. Und dann Mitte 70er bis Ende 70er Jahre gab es eine Möglichkeit, das sage ich jetzt einfach so, weil ich es nachgelesen habe. Ich habe das ja persönlich nicht so empfunden oder erlebt, aber gab es eine Möglichkeit, dass die Kinder mit Schweizer Müttern die Möglichkeit hatten, einer erleichterten Einbürgerung. Und das wurde dann bei mir auch so gemacht. Dann wurdest du im Alter von? Circa elf Jahren wurde ich dann Doppelbürger. Ja. Heute bin ich nur noch Schweizer. Du bist nur noch Schweizer. Genau. Ja. Und wie hat damals dein Vater reagiert? Der war ja Italiener. Ja, das war sehr speziell, weil der war bis zu seinem Ableben war er Italiener, hat sich also nie eingebürgert. Das war einmal beim Abendessen am Tisch. Plötzlich sagt er zu mir auf Italienisch, «Oggi ti ho fatto Svizzero». Also heute habe ich dich zum Schweizer gemacht. Und ich war völlig perplex, wusste eigentlich nicht etwas damit anzufangen, weil ich fühlte mich ja nicht als Schweizer oder als Italiener, sondern meine Heimat war Burgdorf und ja, mit italienischen Wurzeln, mit einer Schweizer Mutter. Aber so explizit, wie er das formuliert hat, das ist mir dann schon geblieben. Ja. Und eben, ich habe es gesagt, du bist Unternehmer, aber auch Offizier. Wie kam dann, mit 11 Jahren wurdest du Schweizer, ich denke mit 20 bist du ins Militär gegangen, Wie kam es dazu? Ja, also die erste Begegnung mit der Schweizer Armee war etwas speziell. Gut, es war eine andere Zeit. Damals war es ja noch so, es gab ja nicht einen Informationstag, sondern es gab den Tag X, wo man aufgeboten wurde zum Sektionschef. Was in allen größeren Gemeinden gab es ja einen Sektionschef. Und dann meine Kollegen in meinem Jahrgang, alle, wir mussten da antraben. Da ging es ja vor allem darum, das Dienstbüchlein abzuholen und man bekam dann einen kleinen Folder, ein Prospekt, was für Truppengattungen es da zu wählen, die Möglichkeit man hatte. Und dann sind wir da in einer Kolonne sind wir da gestanden und irgendwann bin ich dann an die Reihe gekommen und dann sagte der Sektionschef, das ist unvergessen für mich, Name, Vorname, dann habe ich gesagt, Francesco Marco Rappa. Dann hat er mich so angeschaut und gesagt, das Arbeitsamt ist zwei Türen rechts von mir. Ich sagte, nein, ich komme hier wegen dem Militär. Und dann hat er seine lateralen Hängeregistratur, hat dann tatsächlich mein Dienstbüchlein gefunden, war etwas perplex und das war meine erste Begegnung. Wie hast du das empfunden? Ja, ich würde es mal so sagen, ich war nie der Typ, der sich irgendwie in eine Opferrolle sah mich nie als Opfer, ich sag's mal so. Und deshalb, ich fand das noch lustig. Ich fand es dann auch lustig,
weil ich drei Jahre später ungefähr, war es dann ja so, ich musste die Rekrutenschule um ein Jahr verschieben und deshalb musste ich ja etwas bezahlen. Und ich konnte dann das Geld Cash beim Sektionschef wieder abholen, als ich brevetiert wurde zum Offizier. Und ich bin dann natürlich mit einem guten Gefühl, bin ich wieder zu diesem selben Sektionschef, haben das Dienstbüchlein hingelegt und gesagt, ich bekomme von Ihnen noch Geld. Das war dann so die Retourkutsche. Also du hast gesagt, du hast schweizerische und sizilianische Wurzeln. Mhm. Wie haben dich diese beiden geprägt? Du hast auch gesagt, du bist ein idealer Schweizer, oder siehst dich so, aber ich denke trotzdem, du hast ja sicher auch einen Einfluss von deiner Mutter oder von deinem Vater mitbekommen. Ja, wenn ich mich vorstelle, also bei Leuten, bei Menschen, Institutionen, die mich nicht kennen, für auch etwas Spaß reinzubringen, dann sage ich immer, ich bin stur, verdreht und temperamentvoll. Von den Charakterzügen her. Das heißt, temperamentvoll offensichtlich der Sizilianer, dann stur der Emmentaler und verdreht der Berner Oberländer. Weil meine Großmutter, mütterlicherseits, die stammte aus Rinkenberg, aus dem Berner Oberland, und mein Großvater, mütterlicherseits, aus dem Emmental. Deshalb, ich bin stur, verdreht und temperamentvoll. Und ich sage dann auch immer, das ist eigentlich eine optimale Mischung für als Politiker erfolgreich zu sein. Was bedeutet für dich Heimat? Also für mich ist ganz klar, Heimat ist für mich die Schweiz. Also dort, wo ich wohne, im schönen Emmental, in der schönsten Stadt im Emmental, in Burgdorf. Gut, ich gebe es zu, es gibt nur eine Stadt im Emmental, deshalb darf ich das so sagen. Das ist meine Heimat und ich bin dort aufgewachsen. Fühle mich dort zu Hause und für mich gibt es eigentlich keine andere Heimat in diesem Sinn, in dieser Tiefe. Aber ich bin natürlich wahnsinnig stolz auf die Herkunft meines Vaters. Ich glaube, das darf man sein. Man soll seine Herkunft ja auch nicht verleugnen. Und ich habe immer sehr gute, also ich habe gute Erinnerungen und immer noch gute Kontakte nach Sizilien. Ich habe dort noch viele Verwandte. Ja. Eben, du bist Politiker, Offizier, aber auch Unternehmer. Mhm. Sag uns vielleicht etwas zu deiner beruflichen Karriere. Ja, die hat, wie alles bei mir, habe eigentlich nie einen direkten, geraden Weg. Ich wollte ursprünglich Grafiker werden. Ich war ein ausgezeichneter Zeichner in der Sekundarschule, als technisch und Freihand. Und mein Zeichnungslehrer, er lebt immer noch, ist über 90, der hat dieses Talent offensichtlich entdeckt und hat mich dazu motiviert, zu versuchen, in die Kunstgewerbeschule zu kommen. Das war damals noch etwas anders, auch schwieriger. Das hat dann schlussendlich nicht geklappt und dann habe ich nach Umwegen habe ich dann eine Lehre gemacht als Tiefbauzeichner, Eisenbeton, der absolute Horror im Nachhinein. Damals noch nicht mit CAD und so weiter, noch von Hand, wochenlang die Eisen reingezeichnet in die Liegenschaften, die der Architekt kreativ aufs Papier gebracht hatte. Das ging nicht. Dann wusste ich, ich muss etwas anderes machen. War ich etwas unter Druck. Ich konnte das zu Hause nicht einfach so deponieren. Ich will nicht mehr, das ist nicht lustig, sondern ich habe mich dann selber organisiert. Habe dann eine Lehrstelle gefunden als kaufmännischer Angestellter. Als ich den Lehrvertrag in den Händen hatte, habe ich es dann zu Hause gesagt. Und mein sizilianischer Vater, als ich gesagt habe, ich will jetzt aufhören, schon tief eingeatmet, so klassisch, oder? Und ich habe dann sofort den Lehrvertrag hingelegt und gesagt, das ist meine neue Lehrstelle. Und dann habe ich 4 Monate noch als Eisenleger auf dem Bau gearbeitet und habe ich die kaufmännische Ausbildung, das ist eigentlich meine ursprüngliche Grundausbildung, in der Assekuranz. Und dann gab es verschiedene Weiterbildungen im Marketing, dann nach Diplomstudium BWL und so. Genau. Und heute hast du? Und heute habe ich eine Immobilienfirma, also ich bin Besitzer einer Immobilienfirma, die habe ich vor jetzt bald 7 Jahre gekauft. Ich war vorher in dieser Firma schon als Verwaltungsrat tätig, bin dann operativ eingestiegen, zuerst als Stellvertreter des Eigentümers und wollte die Firma dann übernehmen, habe das gemacht. Vorher war ich, wie gesagt, in der Assekuranz und war 10 Jahre Generalagent, als selbstständiger Unternehmer schon Generalagent bei einer
Vorsorgeversicherung, bei der grössten Vorsorgeversicherung. Kommen wir zurück auf deine militärische Karriere. Mhm. Wir haben gehört, was dein erster Kontakt war. Mhm. Wie kam es dazu, dass du dann eine Karriere gemacht hast, bis zum Obersten? Mhm. Also eigentlich muss man auch schon vorausschicken, war ja die Grundsatzfrage Militär ja oder nein. Und da habe ich gesagt, nein, Militär will ich machen. Mein Vater hat Militär gemacht in Italien, 18 Monate damals noch. Sonst in meinem schweizerischen Umfeld, in der Familie, haben die meisten auch irgendwie etwas Militär gemacht, aber keine militärische Karriere. Mir hat es dann sehr gut gefallen, eigentlich schon in der Rekrutenschule. Und ich habe auch bewusst eine Truppengattung gewählt, wo ich das Gefühl hatte, da sind von Beginn weg eigentlich nicht alle schon demotiviert, sondern eher motiviert. Deshalb habe ich alles versucht und habe es dann auch an der Aushebung geschafft, wurde ich Panzergrenadier. Und da kam dann der Ehrgeiz schon etwas hoch. Und es hat auch nicht auf Anhieb geklappt. In der Rekrutenschule, bei der zweiten oder dritten Qualifikation, ich weiß gar nicht mehr, wie das damals war, hatte ich in meiner Qualifikation als Rekrut, notabene, stand drin, manchmal etwas aufbrausend, eben der temperamentvolle, oder? Gut, also der nachmalige Kommandant damals, das war Ueli Zwiegard, also der nachmalige Divisionär Zwiegard war damals der Instruktor der Kompanie und ich weiß noch genau, das war auf dem Goldemoss. In der Verlegung bin ich in diese Baracke reingekommen, Qualifikationseröffnung für die Aspiration für die Unteroffizierschule. Also wir waren damals irgendwie 50, die Unteroffiziere werden wollten. Es gab irgendwie 30 Plätze, so muss man sich das vorstellen, halt Panzergrenadiere. Ich bin reingekommen, alle meine Kollegen hatten das Gefühl, ja klar, der Rapper macht weiter. Ich bin rein, durfte mich anmelden, nehmen Sie Platz, Rekrut Rapper, ich habe gesehen, in Ihrer Qualifikation stand zweimal in den Qualifikationen manchmal etwas aufbrausend. Solche Leute kann ich nicht brauchen, Sie können sich abmelden. Und dann war das die Geschichte eigentlich erledigt. Und meinem damaligen Zugführer, heute ein Mitbewerber von mir, wir haben den Kontakt nie abgebrochen, der hat gesagt, es kann nicht sein, aspiriere im WK, in Wiederholungskursen. Das habe ich dann auch gemacht. So bin ich dann etwas später als normal bin ich in die Unteroffizierschule und dort hatte ich dann beim Abverdienen auch den Vorschlag erhalten für die Offizierschule und das hat mir dann den Weg geebnet. Und das war schon auch ein gewisser Ehrgeiz, der da nach vorne trat, weil auch beim Abverdienen vom Unteroffizier, es gab 5 Kompanien, 93 Unteroffiziere und 89 aspirierten auf den Vorschlag für die Offizierschule. Und es bekamen 14 den Vorschlag für in die Offizierschule als Panzergrenadierzugführer. Es gab dann noch welche, die dann in andere Truppengattungen verschoben wurden, aber es hat dann geklappt. Und irgendwie blieb immer dieser Ehrgeiz und vor allem auch die Motivation, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten. Ich habe gesehen, oder ich habe bemerkt, und ich bekam auch die entsprechenden Feedbacks, dass ich das irgendwie gut konnte und das gab mir viel zurück und deshalb stand es immer wieder irgendwo das Thema im Vordergrund, was machen wir als nächstes, Kompaniekommandant und dann Bataillonskommandant, aber immer eigentlich nie geradeaus wie bei vielen anderen, sondern es gab immer irgendwo eine spezielle Hürde und mir kam dann immer dieser Sektionschef in den Sinn mit dem Arbeitsamt und das führte dazu, dass dieser Ehrgeiz blieb. Und ich sage immer, Ehrgeiz ist okay, wenn er nicht zulasten von anderen geht. Und deshalb, ja, irgendwie sind wir dann am Schluss Oberst geworden. Ja. Den Ehrgeiz wurde ja auch in der Offiziersschule, glaube ich, geweckt. Auch da ging es nicht ganz rund. Ja, nein, da ging es nicht rund, weil ich war eher so der Typ, Aufwand, Ertrag muss stimmen. Ich war ja etwas schon älter und ich hatte, wie man in der Schule das PG hat, die Promotion gefährdet, hatte ich in der Offiziersschule auch. Mein damaliger Schulkommandant, wir sind heute gut befreundet, war Brigadier Heinz Rufer, damals natürlich Oberst im Generalstab Rufer, musste ich auch antraben. Und er hat mir dann relativ deutlich gesagt, dass ich jetzt vorwärts machen muss, sonst werde ich heimgeschickt. Und das konnte dann auch noch in der 14. Woche passieren. Und damals war es so, die 14 Wochen wären nicht angerechnet worden. Also. Und
das war, glaube ich, auch der Moment, wo es bei mir auch Klick gemacht hat, die berühmte Aussage, die man immer wieder hört, den Schritt zum Chef machen. Oder? Weil ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt irgendwie nicht ganz begriffen, dass wenn man auf gleicher Stufe Verantwortung übernehmen muss als Einzelperson für den Rest, dass das ganz anders funktioniert und dass man da nicht sag ich mal, den Fünfer einfach stehen lässt, sondern da hat man eine andere Rolle und die muss man entsprechend wahrnehmen. Und das war der Moment, wo es Klick gemacht hat. Mhm. Also ich kann da eine kurze Klammer auftun. Oder? Ich hatte mal als Generalagent arbeitete, also den habe ich so übernommen, der Vater meiner damaligen Partnerin. Und ich habe ihm dann gesagt, ja, du kommst viermal zu mir in die Qualifikation pro Jahr und umgekehrt, wenn ich zu Besuch bei dir bin mit deiner Tochter, dann bin ich wohl bei dir in die Qualifikation. Damit will ich nur sagen, man muss trennen die Funktion, die Verantwortung und diese Rolle dann auch spielen. Ja. Also im positiven Sinn, ja. Du hast gesagt, du warst du warst gefährdet, man hat dir fast gedroht, genau, dass du rausgehst. Was hat man dir genau vorgeworfen? Also man hat mir vorgeworfen, dass ich nur auf 80% laufe. Also das hat ja eine kleine Vorgeschichte, weil das war ja sehr lustig. Mein Klassenlehrer in der Offizierschule ist heute pensioniert. Es war ein Romo, ich sage jetzt den Namen nicht. Vielleicht sieht er diese Aufnahmen, dann wird er sich sicher daran erinnern. Und er sagte mir bei seiner Qualifikationseröffnung, welche dann dazu geführt hat, dass ich dann beim Schulkommandanten antraben musste, sagte mir, Aspirant Kappa, Sie wären eine gute Offizier, aber Sie haben eine Einstellung von Romo. Und da muss ich natürlich innerlich schon lachen. Also einerseits, weil ein Romo mir das so sagt, ja, und andererseits, weil vielleicht auch dort wieder der Südländer etwas sich gezeigt hat. Ja. Genau. Heute hast du welche Funktion? Also heute bin ich im persönlichen Milizstab vom Chefkommando Ausbildung, vom Korpskommandant Hans-Peter Walser. Das ist so eine Gruppe von, ich sage dann immer salopp, ein kleiner Elefantenfriedhof. Das sind alles Milizoffiziere im Grade vom Oberstleutnant Oberst. Sehr unterschiedliche Menschen, sehr unterschiedlichen Hintergrund, Unternehmer aus verschiedenen Sparten, Anwälte und so weiter. Und die Bezeichnung ist wissenschaftlicher Offizier, glaube ich, Ausbildungsoffizier oder so irgendetwas. Das ist auch nicht so wichtig. Aber wir haben dort spezielle Aufgaben, die wir gemeinsam lösen, auch zusammen mit Hochschulen, zum Beispiel der St. Gallen oder auch Fachhochschulen. Ein sicher interessantes Thema, wo wir mit den Studenten zusammengearbeitet haben, war die Erhebungen. Wie kommt das Militär, wie bringen wir die Affinität von den Jugendlichen zum Militär wieder auf einen besseren Stand? Es gibt einen einfachen Grund. Vor 30, 40 Jahren, jedes Kind sah seinen Vater irgendwie mal einrücken und wieder nach Hause kommen. Heute ist einfach, und das ist ein Fakt, das Durchschnittsalter eines Mannes, wenn er zum ersten Mal Vater wird, ist 34. Genau, wenn er fertig ist. Und da macht er kein Militär mehr, genau, oder? Und die Erhebungen haben dann auch gezeigt, dass 80% der Jugendlichen finden Militär gut, aber sie haben keine Nähe. Und es ging dann darum, wie kommen wir an dieses Zielpublikum ran? Über welche Kanäle? Und die Resultate sieht man jetzt heute auch, oder über welche Kanäle kommuniziert wird. Da geht es darum, das Militär auch näher zu bringen, den Jugendlichen zwischen 12 bis 16, 16 bis 20 und die Eltern über die klassischen TikTok, Instagram und so weiter und so fort. Es hat dort also einen Ursprung und dann sicher auch etwas Wichtiges, hat etwas mit Wertschätzung zu tun, für mich auch unvergessen. Der ehemalige Direktor der Firma Abbey in Burgdorf, heute Abbey Schmidt Holding, der war stellvertretender Kommandant der Felddivision dreimal, oder? Und der hatte schlussendlich irgendwie 1800 Diensttage als Milizler. Und der bekam dann auch mal das Aufgebot, um sein Material abzugeben. Und das hat er mir so erzählt. Und sei da ins Zeughaus gekommen und habe den Einkaufswagen gefasst, habe das Zeug reingetan und dann verteilt und am Schluss bekam er einen warmen Händedruck und das war's, nach irgendwie 30 Jahren Dienst, oder? Und
Auch dort hat man viele Korrekturen vorgenommen, auf kantonaler Ebene, aber jetzt auch aus diesem Stab raus. Heute bekommt ja ein Offizier und auch ein Höherunteroffizier, wenn er befördert wird, bekommt er ein schönes Geschenk. Mhm. Oder? Genau. Das kommt auch aus dieser Küche. Also das hat eigentlich mit dem Panzergrenadier von Dando nichts mehr zu tun, sondern es hat viel mehr zu tun aufgrund der Erfahrung als Privatperson, als Unternehmer, als Milizoffizier. Wie bringen wir die Armee besser an den Mann und vor allem auch an die Frau? Ja. Du warst alles praktisch, also vom Rekruten bis jetzt in den Stab. Du warst Bataillonskommandant, du warst Kompaniekommandant, Zugführer. Welche Funktion hat dir am besten gefallen? Das kann man so nicht einfach klar formulieren, weil ich sag mal, als Unteroffizier, vor allem jetzt als Panzergrenadier-Unteroffizier, da hatte man sein Gefährt und seine Mannschaft mit 6 Gefechtsgrenadieren und 3 Besatzungen. Das war das erste Mal, wo man so als Gruppe etwas entwickeln konnte. Klar, immer im Rahmen der Aufträge, aber da habe ich gemerkt, das ist etwas, das macht Spaß. Und wenn man das gut macht mit den Jungs, dann gehen die Vereine durchs Feuer. Und das war so das erste Mal ein Highlight. Als Zugführer, das ist dann noch ein Schritt mehr. Und je höher dass man kommt, je weiter ist man weg von der Mannschaft. Das hat mir ab und zu etwas gefehlt. Aber es wird natürlich einfach auch anspruchsvoller, oder? Als Bataillonskommandant ist schon dann etwas ganz anderes als Zugführer. Aber jeder Schritt, den ich gemacht habe im Militär, das muss ich heute ganz klar sagen, ich habe immer dazugelernt, immer neue spannende Bekanntschaften gemacht und für mich auch, ohne es zu wissen, Grundlagen erarbeitet, die mir bis heute dienen. Und das hätte ich ohne Militär. Was ich heute bin, werde ich ohne diese Ausbildung keine Chance. Was hat dir am meisten gebracht? Also jetzt für dein ziviles Leben? Ich sage es jetzt mal so, ich werde ja auch aufgrund der heutigen Funktion jetzt politisch, oder bist du nicht nervös, wenn du vor Leuten stehst? Und ich muss ehrlich sagen, und das meine ich nicht irgendwie nicht abgehoben, aber das lässt mich kalt. Und ich denke, das hat etwas zu tun, weil man sehr jung natürlich vor Menschen stehen muss, also hinstehen muss, Verantwortung übernehmen muss, sich präsentieren können muss, etwas verkaufen muss. Also das habe ich dort gelernt, oder? Und das hat mir viel gebracht. Also eine gewisse Gelassenheit lernt man. Je älter man wird, und ich habe das immer sehr speziell gefunden, aber ich merke es, man wird auch mit dem Alter etwas milder. Ja. Ja. Also nicht, dass man sich nicht irgendeine Verantwortung bewusst wird, aber man, wie soll ich sagen, man lässt sich nicht sofort ins Boxhorn jagen. So. Ja. Eine gewisse stoische Ruhe. Genau. Ja. Genau, wie ein stoischer Pirat. Genau. Genau. Ja. Du als Oberst und Politiker, wie beurteilst du die heutige sicherheitspolitische Lage der Schweiz und vielleicht auch global? Ja, also die sicherheitspolitische Lage der Schweiz, die haben wir uns etwas selber zugefügt. Also ich habe ja alles erlebt, die Armee 61, 95, 2001 und so, wie sie alle diese Projekte geheißen haben, und wir zahlen jetzt einen Preis, der nicht sehr gut ist. Also wir sind nicht dort, wo wir sein müssten. Also wenn ich vergleiche mit den Jahren bis zum Mauerfall und was dann gekommen ist, alle haben das sicher gut gemeint, aber das ist die berühmte Friedensdividende, die sich natürlich extrem auf die Armee niedergeschlagen hat. Und ich denke, die Geschichte wiederholt sich auch etwas. Erster Weltkrieg bis zum Zweiten Weltkrieg. Wir stehen da irgendwie etwas am selben Ort. Und ich bin jetzt wirklich, wirklich, stehe den Nationalen, den Politikern im nationalen Parlament, wenn ich sie sehe, stehe ich ihnen, wie man so schön sagt, auf Berndeutsch, ich knäule eine Jacke. Und jetzt muss etwas gehen, weil das ist nicht gut. Und die Armee sagt ja das nicht seit gestern, sie sagt es schon lang. Und auch wir Milizoffiziere, in welchem Grad auch immer, wir wissen das auch schon lang, vor allem die schon etwas länger dabei sind. Und wir haben das kommen sehen, immer mehr. Oder? Wir haben ihm gesagt, wir fahren in eine Wand, Kopf voran. Und da muss man jetzt sofort korrigieren, weil wir sind sicherheitspolitisch
aus meiner Sicht, was ich auf meiner Stufe und mit meinem militärischen Wissen sagen kann, wir sind nicht dort, wo wir sein müssten. Das ist ein Riesenproblem. Das müssen wir sofort lösen. Also wenn ich das richtig verstehe, beurteilst du die Verteidigungsfähigkeit unserer Armee als nicht besonders? Ja, also ich meine, ich höre ja ab und an, höre ich unserem CDA zu oder auch anderen Exponentinnen oder Exponenten aus dem VBS und das, was sie sagen, ich meine, das sind die Fachleute und das ist nicht irgendetwas hergeholt, sondern es ist offensichtlich. Und eben, wenn man selber Militär macht, spielt gar keine Rolle jetzt in welcher Funktion, aber das merkt man tagtäglich. Das hat schon in meiner Zeit begonnen. Ich mag mich gut erinnern, als Kompaniekommandant das Problem schon mit ausgebildeten Fahrern und so weiter, Fahrzeuge, die nicht mehr funktionieren. Früher hat man seine eigenen Fahrzeuge wieder rausgeholt und hat sie auch entsprechend gepflegt und wieder abgegeben. Da hatte man auch noch genügend. Heute hat man nicht genügend Fahrzeuge und dann sind sie noch in einem schlechten Zustand und dann fehlen noch die Soldaten dazu. Also wir haben sehr viel, es wurde sehr viel nicht gut gemacht, man hat falsch antizipiert, man wusste es vielleicht, aber man konnte sich bei der Politik nicht durchsetzen. Also schlussendlich ist die Politik schuld an dem, oder wo wir jetzt stehen. Und jetzt müssen sie den Preis mithelfen zu zahlen. Du sagst, du kniest den nationalen Politikerinnen und Politikern, zu denen du ja guten Draht hast, auf den Nacken. Mhm. Was sagst du denn zu ihnen? Was verlangst du von ihnen? Also jetzt ist ganz konkret. Also das Hauptproblem ist jetzt das berühmte Prozent. Ja? Nicht 2035, sondern 2030. Und jetzt merkt man ja, überall wird jetzt versucht, wie lösen wir dieses Problem, wo wir uns selber eingebrockt haben. Die berühmte Schuldenbremse auf der einen Seite und jetzt dieser spezielle, ich sage mal, Kompromiss auch meiner Partei innerhalb der Sicherheitskommission des Nationalrates zusammen mit Grün und der SP. Ich bin gespannt, wie die gesamte Fraktion jetzt von der Mitte, wird entscheidend sein, auch im nationalen Parlament, ob dieser Vorschlag durchkommt. Am Schluss sage ich immer, ja, den Preis, den wir bezahlen müssen für unsere Sicherheit, die darf mit der Schuldenbremse nichts zu tun haben. Da müssen wir eine Lösung. Ich erwarte jetzt von den nationalen Politikern eine Lösung. Eine Lösung. Und zwar eine Lösung, wie wir es finanzieren. Spielt keine Rolle wie, aber 2030, das Prozent muss kommen. Sonst haben wir noch das größere Problem, als wir jetzt schon sehen. Also 1% des Bruttoinlandproduktes genau. Bis 2030 für die Armee. Ja. Dann hätten wir die finanziellen Probleme vielleicht noch nicht ganz behoben, aber etwas vielleicht nicht mehr ganz so großes Problem. Wir haben ja aber noch ein anderes Problem und das ist das personelle Problem. Mhm. Wie siehst du das dort? Ja. Wir haben heute eine Armee 100.000, etwas Reserve noch, 9 Millionen Einwohner. Mhm. Es reicht nicht. Nee. Es reicht nicht. Also das hat man auch kommen sehen. Auch dort, ich habe ja selber vieles erlebt. Ich denke schon Armee 95, da gab es die berühmte, hatten wir nur alle 2 Jahre Wiederholungskurs. Und in den Zwischenjahren gab es ja den taktisch-technischen Kurs. Die Soldaten mussten nicht einrücken. Also ich habe dann erlebt, dass ich im WK Soldaten hatte, die hatten 6 Jahre keinen Dienst geleistet, hatten noch das alte Tönü, noch das alte Sturmgewehr, was auch immer. Also schon damals, das war nicht gut, auch für die Offiziere, das hat man ja selber gemerkt, oder? Diese taktisch-technische Kurs, das war nicht dasselbe, wie wenn man mit den Leuten einen Wiederholungskurs macht. Also wir haben sukzessive abgebaut, immer weniger Leute, immer weniger Soldaten, und wir müssen das Problem jetzt lösen. Ich sage es jetzt mal salopp, wir machen einfach 2 WKs mehr. Das würde schon relativ viel helfen. Dann das Thema mit dem weiblichen Militärpersonal. Oder? Da wäre es jetzt wirklich sinnvoll. Also wenn ich mit jungen Frauen spreche, auch bei mir im Betrieb, habe ich ja viele junge Frauen, die bei mir auch die Ausbildung machen, sage ich immer den Informationstag für Frauen. Hättet ihr ein Problem, wenn der obligatorisch ist? Das verpflichtet sich auch dazu nicht. Nein, das wäre sehr interessant. Also dort müsste man etwas mutiger sein, oder? Aber ich merke, auch bei Gesprächen, da gibt es so klassisch,
jetzt etwas salopp, aber 10 Juristen, 10 Meinungen. Mhm. Oder? Es gibt Juristen, die sagen, das wäre kein Problem, und dann die anderen 5 sagen, das geht nicht aus rechtlichen Gründen. Also hier könnte man mit etwas wenig Mut könnte man da relativ viel erreichen. Aber wir müssen dann auch das Problem lösen mit dem Zivildienst. Ich glaube, das ist ein Riesenproblem, das man sich da geschaffen hat, mit dieser nicht mehr vorhandenen Gewissensprüfung. Das müssen wir korrigieren. Das hat natürlich negative Wirkungen im Ziel. Und was natürlich noch viel bedenklicher ist, ist, wenn junge Leute, die die Rekrutenschule absolviert haben oder sogar noch Weiterbildungen, ob jetzt Unteroffizier oder sogar Zugführer, abverdiente Zugführer, dann aus rein opportunistischen Gründen, und das verstehe ich bis zu einem gewissen Grad, verstehe ich das sogar, sich dann umteilen lassen in den Zivildienst. Und da müssen wir sofort einen Riegel schieben. Du hast mehrere Sachen angesprochen. Ich möchte auf sich mal noch zuerst auf die Frauen zurückkommen, weil du hast gesagt, die Frauen, der obligatorische Orientierungstag. Ja. Du hast das aber im Zusammenhang genannt mit der Alimentierung, also mit der Aufstockung der Armee. Also die Frauen sind einverstanden, aber das ist nicht. Ich denke, oder wie siehst du das? Es ist ja nicht nur wünschenswert, dass wir Frauen haben, weil wir mehr Nein. So Angehörige brauchen. Gleichberechtigung. Genau, also ja. Eben siehst du da auch andere Vorteile. Sehe ich auch so. Ich kenne viele Frauen, junge Frauen, die auch sagen, ja, eigentlich ist es nicht korrekt, dass ich keinen Militärdienst leisten muss. Ja. Also ich glaube, ja, es zahlen ja alle irgendeinen Preis, oder? Für was auch immer, ob es heißt für das Militär, ich denke, wenn man da etwas mutiger an die Sache ranging, dann würde man dort einen Beitrag leisten können. Ich denke nicht, dass so wie es jetzt im Moment läuft, dass nicht einmal der Orientierungstag obligatorisch ist, wird, also mit den Frauen allein können wir die Alimentierung nicht sicherstellen. Mhm. Da müssen wir andere Lösungen haben. Ich habe eine gesagt, ist mutig, als Unternehmen muss ich auch vorsichtig sein, was ich sage. Aber wenn wir, wie früher, hat man 8 WKs gemacht. Mhm. Ein Wachmeister hat 10 WKs gemacht. Wenn man das ausrechnet, das hat dann schon relativ große Wirkung. Genau. Aber dann, wenn sie dann einrücken, dann müsste das Material dann auch vorhanden sein. Genau. Und das sind beim das nächsten Punkt. Genau. Du hast auch den Zivildienst angesprochen. Mhm. 7.000 pro Jahr, rund wandern ab aus der Armee in den Zivildienst. Mhm. Du hast auch gesagt, in deiner heutigen Funktion in der Miliz macht ihr eben auch solche Untersuchungen, auch mit der HSG, ja, St. Gallen. Mhm. Die hat ja eine Studie präsentiert, wo herausgefunden hat, dass 0 Abgänger aus Gewissensgründen, ja, in den Zivildienst gehen. Also im Prinzip die Idee, die auch gut gemeinte Idee ursprünglich des Zivildienst wird gar nicht genutzt, sondern es ist, wie du sagst, Opportunität, ja, zum Teil auch nachvollziehbar. Ja. Aber was können wir dort machen? Ja, da gibt es, also die Diskussion, die wir zum Beispiel führen in diesem Stab, ist ja auch, geht immer in dieselbe Richtung. Also jetzt Kaderausbildung, Überschneidung mit dem Studienbeginn. Also wir hatten auch dort Fälle erhoben von jungen Männern, die Weiterausbildung ins Auge gefasst haben, zum Teil angefangen haben, aber dann gemerkt haben, das geht mir nicht auf mit dem Studienbeginn. Es gibt eine Überschneidung 3, 4, 5 Wochen. Also verzichte ich, okay, und dann studiert man, merkt, das passt irgendwie, muss mich immer irgendwie anpassen wegen den Wiederholungskursen. Aber ich kann ja in den Zivildienst. Es ist gäbig. Oder das ist der Opportunismus, den ich bis zu einem gewissen Grad verstehe. Aber da müssen wir schon irgendwie Maßnahmen ergreifen. Also mindestens die Gewissensprüfung, die müsste wieder eingeführt werden. Und auf der anderen Seite müssen wir Lösungen finden, damit die sich überlegen, will ich überhaupt, ich möchte ja gern, aber es kommt mir irgendwie in den Weg. Nicht ein Problem mit der Armee, sondern es geht mir organisatorisch nicht auf. Weil was wir eben auch festgestellt haben, ist, dass die jungen Leute heute, die haben ihre nächsten 5, 6 Jahre durchgeplant. Und wenn irgendetwas nicht so läuft, wie man das gern hätte, dann plant man das anders.
Und dann gibt es solche Sachen, die man dann auf die Seite schiebt, sagt, ja okay, mir ist jetzt dieser Weg wichtiger und dann bin ich nicht bereit, einen zusätzlichen Effort der Gesellschaft gegenüber oder zugunsten der Sicherheit der Schweiz zu leisten. Also so im Stil, ich bin nicht gegen die Armee, aber es passt jetzt gerade nicht in meine Laufbahnplanung. Genau. Ja. Und da, vielleicht kommen wir noch darauf zurück, aber da habe ich auch das Gefühl, dass wir, oder da müssen wir auch etwas aufpassen, wir fokussieren uns extrem auf die akademischen Laufbahnen. Also klar, es stellt es ja auch immer wieder fest, auch in den Schulen, oder? Erste Priorität, Gymnasium. Zweite Priorität, kaufmännische Ausbildung. Und dann kommt lang nichts, oder? Und wir produzieren sehr viele Akademiker. Das meine ich nicht negativ. Das ist ja okay, wenn die Leistung stimmt. Aber wenn man dann schaut, wir haben Abgänger, ich weiß die Zahl nicht aussehen, aber irgendwie zwischen 22% und 24% der Jugendlichen machen eine Maturität. Über die Hälfte sind Mädchen, junge Frauen. Und die ganze Diskussion, die wir führen, betreffend der Weiterbildung und das Problem der Abgänger und so, befasst sich immer mit der akademischen Laufbahn. Aber wir haben ein super duales Bildungssystem. Wir haben sehr viele Leute, die eine Ausbildung machen, eine Lehre machen, Handwerksberuf, was auch immer, machen eine Berufsmatur, machen dann eine Fachhochschule. Das sind bestens geeignete Kandidaten für eine Weiterbildung in der Armee. Also du denkst, wir verlieren gewisse Talente, weil wir uns zu stark auf die Akademiker, die nur in Anführungszeichen 12% etwa ausmachen, genau, konzentrieren. Genau, also bin ich dezidiert der Meinung, dass man aufpassen muss, sich nicht nur auf eine Zielgruppe zu stürzen, weil Akademiker heißt nicht zwingend, ich bin eine gute Kaderperson, weit weg. Ja. Das hat mit dem nichts zu tun. Hingegen, wenn vielleicht jemand eine Ausbildung gemacht hat in einem Betrieb, ob es ein Gewerbebetrieb ist, und dann Weiterbildungen macht und dann vielleicht mal als direkter Vorgesetzter von 2-3 Personen, der hat schon einen ganz anderen Hintergrund. Und dann noch die nötige Cleverness auch noch hat, eine Berufsmatur zu machen oder eine Fachhochschule zu besuchen. Das sind wichtige Leute und denen müssen wir etwas bieten. Oder wir versuchen irgendwie krampfhaft immer, um die Akademiker herum alles aufzubauen. Und das finde ich nicht gut, weil man stellt aber auch fest, es hat Akademiker nach wie vor, die Militär weitermachen und den Preis zahlen wollen. Du hast gesagt, eben eine akademische Ausbildung bedeutet noch lange nicht, nein, dass man eine gute, nein, Kaderperson, nein, ist. Nein. Kommen wir auf Leadership. Du führst in der Armee, im Zivilen, also in der Unternehmung, Beruf und in der Politik. Was ist für dich eine gute Führungsperson? Was macht eine gute Führungsperson aus, einen guten Leader? Also, er geht mal vorab. Es gibt ja so ein, aber jetzt intelligent ist, wo ich bin, ist vorne. Ja. Gut, aber ich sage immer, auch bei mir im Geschäft, bei den Geschäftsleitungsmitgliedern, bei den Teamleitern, ein Grundsatz, den es einfach gilt zu beachten, ist, verlange nie etwas, was du selber nicht machen würdest. Das ist schon mal relativ viel kapiert, Leadership. Sehr viel kapiert, oder? Ich mache ein Beispiel. Als ich den Kompaniekommandanten abverdient habe, der Grundausbildung noch in Thun, irgendwie in der 5., 6. Woche, morgen Antrittsverlesen, ganze Kompanie steht vor mir, die Zugführer, dreckige Kampfstiefel. Ich habe das gesehen. Selbstverständlich habe ich sie nicht vor der Mannschaft zusammengestaucht, sondern habe die Zugführerstellvertreter gebeten, befohlen, die Züge zu übernehmen und auf die Arbeitsplätze zu verschieben und habe die Zugführer zu mir genommen. Da habe ich gefragt, was das soll mit diesen dreckigen Schuhen. Ich sagte, ja, die Putzfrau war nicht da. Ich sagte, ja, das interessiert kein Mensch. Ihr verlangt von euren Leuten, dass sie am Morgen antreten mit sauberen Schuhen. Der Feldwebel, und ihr steht vor den Zug und sagt, die Putzfrau war nicht da. Das interessiert niemand. Das ist nicht Vorbild, das ist nicht Leadership. Verlangt nicht etwas, was sie selber nicht tun. Und da kommt man relativ weit schon. Und dann muss man auf der anderen Seite auch Vertrauen schenken, oder? Also immer wieder Vertrauen schenken, auch zugestehen, dass Fehler passieren. Eine gewisse Fehlerkultur, das gibt es. Man
es gibt, kann auch 120% verlangen im Wissen, dass man dann 100% bekommt, oder 100% verlangen im Wissen, dass es 80% okay ist. Mit dem muss man umgehen, das muss man irgendwie auch etwas einplanen. Aber das ist wichtig, auch Vertrauen geben. Die Verantwortung kannst du nicht delegieren. Das ist einfach so. Sehe ich im Geschäft, sehe ich überall. Das geht nicht. Du kannst sie auch nicht teilen, du kannst sie etwas übertragen, aber am Schluss stehst du als Chef immer im Vordergrund. Im Geschäft klassische Beispiele. Ich habe ein Geschäftsleitungsmitglied einen Auftrag erteilt, definiert was, in welcher Zeit, in welcher Qualität. Der Tag X kommt, muss es mir vorlegen und sagt mir, meine Sekretärin ist nicht dazu. Das interessiert mich nicht. Das funktioniert so nicht, oder? Deshalb habe ich ja sehr gerne Leute, die eine militärische Weiterausbildung gemacht haben. Wieso? Weil die sind auftragstreu. Und die wissen auch, wenn es nicht reicht, dann wird es gemeldet. Ja. Oder? Und deshalb, also Leadership, Militär, Zivil, Vereine, Politik ist überall dasselbe. Es gibt gewisse Grundsätze und wenn man die einhält, dann kommt es meistens gut. Du hast jetzt gesagt, Vorbild, Vertrauen, Verantwortung. Mhm. Du sagst, es ist überall das gleiche Prinzip. Überall. Wir haben es überall mit Menschen zu tun. Genau. Vertrauen möchte ich jetzt noch ansprechen. Oder man hört ja oft, ja, wenn man in den Militärdienst geht, dann muss man das Hirn abschalten und einfach nur machen, was die anderen sagen. Das passt ja eigentlich jetzt nicht zu deiner Führungsphilosophie von Vertrauen geben. Und dann bist du noch Panzergrenadier, oder? Da sagt man sowieso immer, die machen, da wird befohlen und gehorcht. Ist das ein falsches Bild? Dieses Bild kann zum Teil stimmen, weil eben, das habe ich ja auch gesehen, auch Kollegen, als Zugführer, das ist für mich so bleibende Erinnerung, ich habe mir angewöhnt, dass ich, wenn ich tagsüber mit dem Zug unterwegs war, und man auch, also es gibt ja auch Momente, ist in Privatwirtschaft dasselbe, wenn ich Zeit habe, über ein Thema zu diskutieren, dann lasse ich die Leute mitdenken und mitdiskutieren. Wenn es pressiert, dann muss ich einen Entscheid fällen. Okay, also jetzt haben wir einen normalen Tagesablauf in einer Rekrutenschule als Zugführer und da kann man nicht diskutieren, oder? Da gibt es einfach nicht den Moment, wo man lang darüber noch... Ich habe mir dann die Zeit genommen, am Abend vor dem Lichterlöschen bin ich in die Zimmer gegangen, der Rekruten, habe ihnen erklärt, warum und wieso irgendetwas so gemacht werden musste. Ich habe ihnen zum Beispiel auch erklärt, für was die Zugschule eigentlich ist. Da gibt es auch verschiedene Gründe. Spätestens, wenn wir dann in der Schießverlegung waren, habe ich es ihnen dann auch noch belegen können, wieso es eine Zugschule, nicht für das sie konzentriert zum Schießen gehen, sondern dass sie auf die Stimme des Chefs hören müssen, dass sie kennen. Aber diesen Ablauf dann beim Abverdienen vom Zugführer am Abend im Zimmer der Rekruten, das haben meine Kollegen nicht verstanden. Ich sagte, ja, was machst du da? Das ist doch nicht nötig. Die sind hier, die Befehle entgegen. Ich sagte, ihr müsst auch Verständnis wecken. Ihr müsst ihnen erklären, um was es geht. Im WK, Wiederholungskurs, klassisch. Sie liegen irgendwo einen Tag, halber Tag und dann muss es wieder schnell gehen. Ja, nimm dir mal die Zeit, ihm zu erklären, was genau seine Funktion jetzt in seinem Schützengraben im Gesamtzusammenhang aufzeigen, informieren. Man muss sich die Zeit nehmen und dann ist das Verständnis auch da. Wenn einfach befohlen wird, ohne zu erklären, wenn man dann Zeit hat zu erklären, dann wird es schon schwierig, weil dann ist es ja warten und zäckeln, oder? Und genau. Das ist im Geschäft dasselbe. Man muss ihnen immer den Gesamtrahmen aufzeigen. Deshalb einmal mehr, ich habe so viel gelernt in der Armee, im Denken nach oben und Befehlen nach unten oder informieren nach unten, das ist in der Privatwirtschaft dasselbe. Also den Purpose, den Leuten erklären, das Warum erklären, genau. ist ganz wichtig. Genau. Und hast du das Gefühl, hast du das wirklich in der Armee gelernt und dann übertragen? Oder kannst du sagen, ja, die Armee hätte ich nicht gebraucht, um all das rauszufinden? Nein, ich glaube, die Armee habe ich nutzen können, dass ich das auch noch viel strukturierter machen kann. Also, dass ich mich besser organisiere, dass ich, wenn ein Problem auf dem Tisch liegt, ich eine saubere Auslegeordnung machen kann, eine Problemanalyse machen kann, Teilprobleme. Und wie man das so eben lernt, das kann ich immer nutzen.
Ich war mal Präsident der Geschäftsprüfungskommission des Stadtrates von Burgdorf. Und da gibt es ja beispielsweise, da gibt es die Verwaltungskontrollen. Da sucht man sich eine Direktion aus und macht die Kontrollen. Und dann wird das erhoben, es gibt Fragen und so weiter. Und da habe ich zum Beispiel in Burgdorf das System AEK eingeführt. Etwas umformuliert, aber Aussage, Erkenntnis, Konsequenz. Die Konsequenz war nichts anderes schlussendlich als die Handlungsrichtlinien an die Exekutive, an den Gemeinderat und an die Verwaltung aufgrund. Und das lernt man in der Armee, weil man kann sehr schnell Probleme erfassen und dann auch Lösungsansätze entwickeln. Und bei der Information, das kommt vielleicht etwas von mir, weil ich wollte immer wissen, ja wieso und was muss ich das machen? Und wenn ich keine Antwort bekomme dazu, nicht einmal, jetzt haben wir gerade keine Zeit, ich erkläre das dann, nicht mal das, dann wird es schwierig. Und da machen viele den Fehler, oder? Es wird einfach befohlen, nicht erklärt. Es gibt immer ein Zeitfenster. Früher gab es mal, ich weiß nicht, ob man das heute noch so macht, früher gab es ja die Kommandantenstunde oder die Fragestunde oder die Aussprache oder was auch immer. Und dann hatte man das Gefühl, dass irgendwie von einem Zug 35 Rekruten dann alles von sich geben, was sie schon beschäftigt hat. Nein, das ist eine Möglichkeit, aber das reicht nicht. Die Nähe zu den Leuten, die muss da sein und erklären, um was es geht. Haben wir apropos auch eine Erhebung gemacht. Okay. Weil wir wollten wissen, jetzt in diesem Stab, von dem, was ausgebildet wird, den Zug führen, was kommt am Schluss dann auch tatsächlich an beim Rekruten. Und das war dann schon noch spannend. Was kam raus? Ja, nicht so gut. Also, aber das muss man auch immer sehr differenziert betrachten. Du hast auch das Eidgenössische Schwingfest präsidiert in Burgdorf. Nicht ganz. Nein, das war so. Ich war Präsident der Kandidatur. Okay. Also ich wurde angefragt, 2007 war das, glaube ich, genau 2007 bekam ich einen Anruf von einem Gemeinderat von Burgdorf. Ich war damals im Parlament. Nein, ich war noch nicht mal im Parlament von Burgdorf, erst ein Jahr später. Ja, wir haben ein Problem, wir wollen ja für das Eidgenössische kandidieren, dass das nach Burgdorf kommt und wir suchen einen Präsidenten, der das leitet. Machst du das? Schwingen, ja, Rappa Francesco, das ist irgendwie weit weg. Und ich habe dann gesagt, ja, ich überlege mir das, gib mir 24 Stunden. Und dann habe ich mir gesagt, das ist ein Projekt. Höchst spannend, oder? Mir war damals noch nicht bewusst, dass der Mitbewerber Thun war. Und Thun hatte natürlich ganz eine andere Ausgangslage, auch mit der Infrastruktur. Und der Adrian Amstutz war mein Gegenpart, der Nationalrat. Auf jeden Fall habe ich gesagt, nein, für mich, das ist ein Projekt, habe dann zugesagt und da konnte ich auch wieder die militärische Ausbildung nutzen, wie packt man jetzt dieses Problem in Anführungszeichen an, wie stellen wir sicher, dass wir diese Kandidatur gewinnen und das Eidgenössische nach Burgdorf kommt. Und ich habe diese Kandidatur geleitet und wir haben auch Ansätze, also wir haben auch Maßnahmen ergriffen, die es bis dato nicht gab. Heute ist das eigentlich State of the Art, ein Kandidaturfilm. Wir haben die Ehrenmitglieder ins Emmental eingeladen. Das war früher nicht so. Und dann war natürlich die Frage, ja, wer macht das OK-Präsidium? Also das Präsident der Organisation. Weil es gibt ja immer eine Machbarkeit, eine Kandidatur, eine Organisation und dann eine Auflösung, so muss man sich von dem Prozess vorstellen. Ich war in der Kandidatur verantwortlich, dann in der Organisation war ich einer der beiden Vizepräsidenten. Und in der Kandidatur wollten sie mich dann als designierten OK-Präsidenten einsetzen und ich habe dann gesagt, nein, das geht nicht. Wir benötigen mindestens ein ehemaliger Regierungsrat oder ein Nationalrat, ein amtierender, noch besser wäre ein Altbundesrat, für das OK-Präsidium, weil der hat ganz eine andere Funktion. Oder der hat eine repräsentative Funktion. Das operative Geschäft wird durch den Geschäftsführer und die Vizepräsidenten und Abteilungs- und Stabstellenleiter sichergestellt. Aber es wird Momente geben, wo wir ihn missbrauchen werden müssen können, wenn es spezielle Anliegen gibt. Und da ist dann auch die Armee irgendwann mal zum Zug gekommen, wo es um zwei Übergänge über die Emme gegangen ist.
Wir hatten ein Problem, logistisch, sicherheitstechnisch. Wir mussten die Emme queren können. Wir hatten dann das Problem, dass die Armeebrücke 61 hieß die, glaube ich, die gab es noch, aber niemand mehr ausgebildet. Und die neue Brücke, die Maybe Johnson, die war eigentlich erst im Rüstungsprogramm 14 vorgesehen. Und auch aufgrund dieser Beziehung, wie man das so anpackt und dann den direkten Weg halt, bekamen wir dann die zwei Maybe Johnson Brücken und wir konnten das eidgenössische Schwing- und Elbelfest durchziehen. Und ich als damaliger No-Name noch, mit zwar viel Erfahrung, Zivilwissen, aber kein Netzwerk auch in die nationale Politik, muss dann zugestehen, ja, ich kann das OK-Präsidium nicht machen, weil wir benötigen jemanden, wo wir dann die Wege etwas kürzer in Angriff nehmen können. Und so ist dann das so rausgekommen, war dann in der ganzen Organisation dabei und jetzt präsidiere ich auch ein Unikum. Wir machen ja drei Schwingfeste dieses Jahr in Burgdorf, zwei Gauverbandsfeste und das Bernisch-Kantonale. Alles auf derselben Infrastruktur, einmal aufgebaut, drei Feste innerhalb von 11 Tagen. Entspricht auch dem Zeitgeist, ökologisch, sinnvoll, genau. Und da benutzt du natürlich auch wieder die militärischen Ganz genau. Wie sieht es jetzt aus? Du hast gesagt, es braucht jemand, der repräsentiert. Mhm. Du bist jetzt selber einer, der repräsentiert. Mhm. Und zwar warst du in der Legislatur 23, 24, durftest du den Kanton Bern, den grossen Rat, den Kantonsrat im Kanton, präsidieren und bist dadurch auch eine Repräsentationsfigur. Ja. Du hast den geführt, diesen Grossrat. Jetzt, ich stelle mir das schon noch etwas anders vor, 160 Parlamentarierinnen und Parlamentarier zu führen, als eine Unternehmung oder eine Kompanie oder ein Bataillon. Wie ist der Unterschied? Was waren die Herausforderungen? Also es sind ja 160 Alpha-Tiere. Also vielleicht etwas übertrieben, aber sicher 140 sind Alpha-Tiere. Was aber Alpha-Tiere alle mögen, und das ist grundsätzlich bei Menschen so, wenn ja jemand die Verantwortung hat, dann ist ja das angenehm. Und ich habe auch festgestellt, bei dieser Funktion, wie man so schön sagt, auf dem Bock, das ist ja der Stuhl des Grossratspräsidenten, dass wenn man straff führt, effizient ist, sich nicht auf die Äste, nicht auf Diskussionen einlässt, klare Ansagen macht, sie lieben es. Sie lieben es. Sie haben es viel lieber, als wenn es irgendwie so ein nicht klar ist, wie geht es jetzt. Man muss klare Ansagen machen und dass es vorwärts geht. Und das ist das, was ich gespürt habe. Und ab und zu natürlich auch etwas Humor reinbringen. Und dann ist das nicht so schwierig. Ja. Ja. Was waren so die grössten Herausforderungen? Die größten Herausforderungen in der operativen Leitung im Grossen Rat, das sind schon die Gesetzesdebatten, das muss ich schon sagen, oder? Weil die sind zum Teil kompliziert. Da kommen wieder Anträge rein, Gegenanträge und so weiter. Und die Herausforderung, man muss wirklich den ganzen Tag konzentriert sein. Man muss ja immer mithören, dann ist es noch zweisprachig. Was mir zum Glück einigermaßen liegt, brauche also keine Übersetzung. Das Wichtigste, glaube ich, verstehe ich immer oder habe ich immer verstanden. Aber das sind schon die Gesetzdebatten. Weil, oder wenn man normaler Grossrat ist, was ich ja jetzt wieder bin, dann sitzt man an seinem Platz, hat eigentlich die Geschäfte, die man selber vorbereitet hat, wo man die Verantwortung hat innerhalb seiner Fraktion, wo man dann auch vertritt. Und sonst kann man etwas anderes machen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Aber wenn man vorne sitzt, dann ist man den ganzen Tag angespannt, weil man ja eben nicht nur die straffe Führung vorlebt, sondern man muss dann auch sicherstellen, dass man selber keinen Bock schießt. Und das ist die Herausforderung, oder? Aber sonst, mir liegt das. Aber ja, wieso liegt mir das? Weil ich immer so gemacht habe. Als Zugführer, als Unteroffizier, als Zugführer, Kompaniekommandant. Man ist vorne und führt. Du hast auch gesagt, im Vorbild hast du vorhin genannt. Ja. Wie war es jetzt, wenn man ein Jahr lang der höchste Berner ist? Also da ist man auf 24 Stunden, muss man Vorbild sein. Mhm. Wie war das? Ja, also Vorbild sein, ich war einfach mich selber. Es war,
dieser Job ist ein Amt. Da geht es nicht primär um die Person, jetzt nicht um mich oder um meine Nachfolger, meinen Vorgänger. Das ist das Amt, das man ehrenvoll annehmen darf und dann auch ausüben darf. Und da repräsentiert man den Kanton Bern. Also sprich, de facto ist man ja der höchste Berner, weil die, die einem gewählt haben, sind ja die Delegierten der Bevölkerung. Oder? Und wenn man sich dem bewusst wird, dann spürt man auch eine gewisse Verantwortung, aber natürlich auch eine große Ehre und entsprechend verhält man sich dann auch. Weil eine kleine Klammer, die zweite Vizepräsidentin während meiner Amtszeit ist Präsidentin des Mieterverbandes des Kantons Bern. Ich bin Präsident des Hauseigentümerverbandes des Kantons Bern. Das sind zwei völlig unterschiedliche Rollen. Was ich bemerkt habe, vom zweiten zum ersten, dann zum Präsidium, in diese Präsidiumsrolle reinzukommen, man tickt dann auch anders. Man ist sich bewusst, dass man eben nicht der normale Parlamentarier ist. Und das führt dann auch automatisch dazu, dass man, wenn man repräsentative Aufgaben wahrnimmt, bei mir waren es knapp 100, und davon etwa ein Drittel Grußbotschaften und Ansprachen, dann ist man in dieser Rolle drin und man genießt diese Rolle auch. Das muss man ehrlich eingestehen, weil man ist der höchste Berner, wird auch so vorgestellt, der Grossratspräsident des Kantons Bern, höchste Berner. Oder da merkt man auch, es ist wichtig, es ist nicht irgendetwas, das ist eine enorme Ehre und entsprechend verhält man sich dann auch. Man will alles korrekt machen, immer. Man überlegt sich ganz genau, was man in welcher Form, an welchem Anlass, zu wem sagt. Aber das liegt mir, das ist kein Problem. Oder war kein Problem, ja. Du hast die verschiedenen Rollen angesprochen. Mhm. Das ist ja auch charakteristisch für unsere Schweiz, dass wir als Bürgerinnen und Bürger verschiedene Rollen wahrnehmen. Mhm. Das ist ja ein Teil unseres Milizgedankens, den unsere Schweiz ja auch prägt. Wie stehst du zu diesem Milizgedanken? Also ich weiß, wie du dazu stehst, aber wie siehst du die Zukunft von diesem unserem wir Milizgedanken? Wir müssen extrem Sorge tragen dazu. Oder? Also wenn man jetzt das Militär nimmt, die kommt ja immer wieder von den, und das meine ich nicht wertend, von den Unwissenden. Das ist ja immer der einfachste Weg, und dass man sagt, für was brauchen wir noch diese, wir machen doch ein Berufsarmee. Mhm. Und da gibt es eine Hauptargumentation, wo genau diesen Milizgedanken eigentlich auch zusätzlich reinspielt. Ich sage immer, der Vorteil einer Milizarmee ist, dass wir uns selber kontrollieren, dass wir uns oder die Armee auch kontrollieren, nicht, dass da irgendetwas abgeht, was nicht intelligent wäre. Eine Berufsarmee ist wie eine eigene Kaste dann, wie das Berufsheer dann auch aufgefüllt, alimentiert, das wissen wir nicht, aber Miliz bedeutet auch immer eine Kontrolle. Deshalb auch Milizpolitik ist etwas ganz Entscheidendes. Berufspolitiker ist nicht so gut. Diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Das Präsidium des Kantons Bern hat einen regen Austausch seit rund 40 Jahren mit dem Landtag Sachsen und dem Landtag Niedersachsen. Also die beiden Kantone, sage ich jetzt mal zum Verständnis, die haben ja auch ein Parlament, das sind Berufspolitiker. Und dieser Austausch ist immer sehr, sehr interessant. Der findet jährlich statt, also wir gehen nach Deutschland, sie kommen zu uns und umgekehrt. Und da geht es auch darum, Erfahrungen auszutauschen. Also die Probleme sind dieselben, die man lösen muss. Nur sie machen das als Berufsbund und sie machen es nicht besser. Aber sie sind wie abgehoben. Also wenn man mit ihnen diskutiert, oder wenn sie uns fragen, ja, wie läuft denn das? Und wir in der Kleinen, ja, viermal im Jahr gibt es hier eine Abstimmung. National, kantonal, zum Teil auch kommunal. Und man ist gefordert, dass man seiner Bevölkerung auch gerecht wird als Milizpolitiker. Also man ist ausgestellt. Und dann bekommt man die, ja, aber das kann doch das Volk nicht, das Volk kann doch nicht über ein Budget entscheiden. Und dann habe ich dann immer gefragt, und du kannst es, ja, genau. Wieso solltest du das können? Das Miliz ist etwas ganz wichtig. Das, was etwas verloren geht, ja, und das seit Jahren, das ist das Problem in den Vereinen, Sportvereinen, Kulturvereinen und so weiter, den Nachwuchs zu finden von Menschen, die sich dann auch bereit sind zu engagieren, weil es ist immer mit Aufwand verbunden.
Aber es hat immer noch. Mhm. Aber Miliz, es gibt nichts Besseres. Das ist eine klare Meinung von mir. Du sagst die Kontrolle, finde ich einen ganz spannenden Punkt. Das wird meiner Meinung nach zu wenig betont, eben diese Kontrolle. Wenn man jetzt aber das durch weiterdenkt, dann müsste man eigentlich sagen, gerade bei der Armee müsste man wirklich wieder die echte Wehrpflicht haben. Weil sonst ist ja die Kontrolle auch nicht gegeben, wenn nur noch die gehen, die wollen oder Fan sind und so weiter. Und die kritischen Geister dann eben nicht kommen. Also wir brauchen eigentlich kritische Geister. Zwingend. Zwingend. Also dann sind wir wieder beim Thema Zivildienst. Oder? Das heißt, das ist ja genau das Problem, oder? Wenn es wandern zu viele ab aus Opportunitätsgründen, was aufgrund der Situation ja verständlich ist. Also wenn es ja so einfach geht, dann nehme ich diesen Weg. Ich schaue primär für mich. Aber die Kritischen benötigen wir, weil die Kritischen sind auch die andere Seite dazu animieren zu denken, wie müssen wir es machen, damit das Verständnis da ist, damit man weiß, wie wir damit umgehen. Also Kritik ist ja immer konstruktiv. Im Geschäft sage ich immer, eine Reklamation, die reinkommt bei mir im Geschäft, ist immer eine Chance. Schlimmer ist, wenn jemand einfach kündigt. Ja. Dann habe ich keine Chance, darauf zu reagieren. Aber eine Reklamation heißt, du kannst noch etwas dazu beitragen, wenn du jetzt reagierst. Aber eine Kündigung oder eben einfach ein Abgang in den Zivildienst, das ist gelaufen. Ja, deshalb, Kritiker gehören dazu, weil die fordern auch heraus und das ist auch gut so. Ja. Also die Politiker sehen sich Vorurteilen gegenüber, die Militärs, man hört dann, es gibt auch Vorurteile gegenüber Offizieren, Armee und so weiter. Welche sind gemäß dir die größten Irrtümer, die größten falschen Mythen über Offiziere oder auch Politiker? Okay, also bei Offizieren, das ist noch schwierig, Mythen. Ja, also was ich natürlich, immer wie weniger jetzt, aber eine Zeit lang gesagt, ja, du bist ein richtiger Militärkopf. Dann war meine Antwort immer folgende: Wer das Gefühl hat, ich sei Militärfan oder ein Militärfreak, der kennt mich nicht, weil wir machen ja Militär aus einem bestimmten Grund, nämlich wenn der absolute Ernstfall eintreten würde. Und da kann man nicht Freude haben, Dienst zu leisten. Also das wäre völlig eine falsche Motivation. Militärdienst zu leisten ist eine Pflicht, aber auch etwas zurückzugeben und einen Beitrag zu leisten, wenn der Worst Case eintritt. Deshalb Militärkopf, deshalb die Aussage Offizier, Militärkopf, das stimmt so nicht. Also ich habe viele kennengelernt, sehr kritische junge Offiziere, auch älter noch heute, also auch in diesem Stab. Das sind kritische Gemüter, aber immer konstruktiv kritisch und versuchen, Lösungsansätze zu finden. Deshalb, ich versuche es dann immer zu klären. Ist das dasselbe, wie ich auch schon erwähnt habe, im Zusammenhang mit den Rekruten oder Soldaten erklären, wieso sie irgendetwas machen müssen. Dann muss man sich halt auch die Zeit nehmen. Dann gibt es natürlich auch die Exponentinnen und Exponenten, hat das gar keinen Sinn, sich aus. Da lässt man es gescheiter sein. Da kann man ja sagen, was man will, oder? Das ist dann eine ideologische Frage und nicht eine konstruktiv-kritische Haltung. Und bei den Politikern, ich höre immer wieder, wie hältst du das aus? Wie kannst du dir das antun? Drehst du nicht im Ring? Und haben völlig falsche Vorstellungen. Oder der Unterschied vom jetzt als Unternehmer und als Politiker liegt ganz klar in der zeitlichen Komponente. Wenn man als Politiker etwas erreichen will, ich sage dann immer so, man muss ein ungeduldiger Mensch sein, per se, aber eine wahnsinnige Ausdauer haben wie ein Marathonläufer. Weil natürlich, wenn man ein Ziel vor Augen hat, das man erreichen möchte in der Politik, irgendein Projekt, das man umsetzen möchte, irgendein Vorstoß, der zu einer Gesetzesänderung führen sollte, weil irgendetwas wirklich nicht gut ist, dann muss man sich einfach bewusst sein, dass das nicht wie in der Unternehmung, als Chef, als Inhaber, kann ich von heute auf morgen sagen, wir laufen jetzt in diese Richtung.
mir Nachmarsch. Das geht in der Politik nicht. Also wenn man etwas vor Augen hat und das unbedingt erreichen will, dann muss man A, muss man etwas Kompromissfähiges auf den Tisch legen, B, muss man wissen, dass das sehr lange dauert, bis es dann umgesetzt wird. Ein kleines Beispiel, Burgdorfer Kommunalpolitik. Wir haben in Burgdorf das, was jetzt in der Stadt Bern auch passiert, wir haben das dann wieder gekehrt, ist die verkehrsfreie Altstadt. Da gab es sehr, sehr viele Geschichten nebendran, die dann dazu geführt haben, dass gar niemand mehr in die Altstadt gekommen ist. Weil unsere Altstadt ist auf dem Hügel. Gut, dann habe ich mich zusammengesetzt mit dem heutigen Stadtpräsidenten von der SP, notabene, auch Mitglied des Grossen Rates, mit einem anderen damaligen Stadtrat, heute bei der GLP, Fraktionspräsident im Grossen Rat, bei mir im Garten, dann haben wir einen Vorstoß formuliert im Stadtrat Burgdorf, für das zu korrigieren, ein Kompromiss. Vom Einreichen vom Vorstoß bis zur Umsetzung sind 6 Jahre vergangen. Aber wir haben es erreicht. Das ist der Unterschied. Oder also der Politiker muss sich vieles anhören, kommt etwas darauf an, was für eine Funktion das er hat. Aber der Politiker ist vor allem jemand, der kein Problem hat, sich zu exponieren. Der Politiker ist jemand, wie ein guter Politiker muss auch das Produkt verkaufen können, aber auf der anderen Seite muss er auch die nötige Geduld aufbringen und eben die Ungeduld und dann die Ausdauer, damit er ein Projekt auch ans Ziel bringen kann. Und das ist aufwendig. Und deshalb schreckt das möglicherweise auch viele Leute ab. Aber die meisten schreckt es ab, weil sie Angst haben, in der Öffentlichkeit dann zu stehen. Oder? Und das, was ich vermisse, und da kommen wir das zum Beginn, zur ersten Frage, zum UNO, zum Unternehmen, Nationalrat und Oberst. Ich vermisse etwas, die Mitmenschen, welche Verantwortung in der Gesellschaft tragen, aber nicht in der Politik auch mitmachen. Aus verschiedensten Gründen, den einen habe ich genannt, aber vor allem Unternehmer, mir fehlen die Unternehmer, weil wir haben zu viele Delegierte, welche in den Parlamenten sitzen und zu wenig die es direkt betrifft. Und da müssten wir wieder etwas zurückgehen in der Zeit, 30, 40 Jahre, da war es eben noch anders, deshalb das UNO. Ich bin jetzt nicht kein Nationalrat, aber ist eigentlich genau das Thema. Mhm. Du hast eine ganz spannende Karriere gemacht, wir haben es gehört, eine ganz vielseitige Karriere. Was steht noch an? Was hast du noch für Pläne und Ziele? Also, ich beginne mal bei der Unternehmung. Ich bin jetzt 58. Bei mir steht jetzt an, langsam zu schauen, wie könnte diese Nachfolge aussehen. Da habe ich noch Zeit, ich sehe ja immer noch jung aus. Nein, nein, da bin ich jetzt dran. Das ist sicher etwas Mittelfristiges bis Längerfristiges. Dann politisch ist für mich klar, es stehen dieses Jahr im November Kommunalwahlen an. Ich bin ja in der Exekutive, habe noch die Möglichkeit, noch eine letzte Legislatur anzuhängen. Ich stelle mich nochmal zur Wahl als Gemeinderat. Ich werde im Grossen Rat bleiben. Das hat auch einen Zusammenhang mit einem Engagement, was wichtig ist. Das ist nämlich das Präsidium des Hauseigentümerverbandes Kantons Bern mit über 50.000 Mitgliedern. Ich wurde auch Präsident dort aus dem Grund, dass ich im Grossrat sitze. Liegt irgendwie auf der Hand. Jetzt werden dann im August werden diese Schwingfeste über die Bühne gehen. Das ist das Kurzfristige. Ich hoffe auf gutes Wetter. Wir sind auf Kurs. Das Budget stimmt. Sollte alles eigentlich perfekt laufen. Für diese Punktlandung ist immer die Schwierigkeit bei solchen Organisationen, weil es ist ja nicht etwas, das sich jährlich wiederholt, sondern da muss eine Punktlandung, das muss funktionieren. Das Kurzfristige. Dann gehe ich mit der Familie in die Ferien. Und dann sonst politisch weiß nicht. Mal schauen, ob ich im Jahr, dann sind die nächsten 27, ob ich nochmals antrete für die Nationalratswahlen.
jetzt wäre ich fit, ob ich das dem 27 noch bin, kann ich nicht beurteilen. Und militärisch bleibe ich mindestens so lange, wie mein direkter Vorgesetzter noch ist, Korpskommandant Hans-Peter Walser, der einfach eine wirklich hervorragende Arbeit macht. Und ich habe selten so einen empathischen militärischen Vorgesetzten gehabt wie Hans-Peter, der wirklich 150% sich einsetzt zugunsten der Armee, zugunsten der Sache. Und mal schauen, wer dort als Nachfolger kommt. Ich habe unterschrieben auf ewig, also 65, aber ich kann auch von heute auf morgen aufhören. Das sind ungefähr so meine Pläne in den nächsten paar Monaten und Jahren. Also ein ziemlich dichtes Programm. Und jetzt, bevor ich zur letzten Frage komme, möchte ich trotzdem noch wissen, wie bringst du, oder vielleicht kannst du einen Tipp geben unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wie bringst du alles unter einen Hut? Da benötigt man zwei Sachen. Das eine ist, man muss schon etwas ein Organisationstalent haben. Hatte ich nicht immer. Habe ich irgendwo gelernt. Genau. Jetzt, das bedeutet, das eine ist die Planung, aber das Wichtigste ist dann, dass man sich auch daran hält. Da bin ich recht gut. Ich würde sogar militärisch qualifiziert, würde es wohl heißen, mindestens sehr gut. Das ist auch immer eine Schwierigkeit bei Unterstellten. Der Plan ist gut, aber dann auch noch daran halten. Dann muss man auch das Umfeld haben. Also meine Gattin ist da natürlich eine große Unterstützung. Wir haben ja noch einen Sohn, einen 13-Jährigen. Und dann bei Vereinen ist es wichtig, dass man sich mit den richtigen Leuten umgibt, die nötigen Fähigkeiten haben, die auch kritisch sind und denen man auch eben ein gewisses Vertrauen schenkt. Nicht immer alles von vorne bis hinten nachkorrigierend macht, sondern auch mal etwas stehen lässt. Und im Geschäft ist das eigentlich dasselbe. Man muss die richtigen Leute haben. Und wenn man sich gut organisiert, die richtigen Leute hat, dann kann man auch die gemeinsamen Ziele verfolgen und auch erreichen. Das ist eigentlich. Und noch, ich unterstreiche das, und nicht, weil du jetzt da mit der Uniform vor mir sitzt. Diese Ausbildung im Militär hat dazu beigetragen, dass ich das kann. Die letzte Frage. Die stelle ich allen. Was ist dein Wunsch an unseren Chef der Armee, Korpskommandant Thomas Süssli? Also erstens, dass er noch etwas bleibt. So viel schwer, weil er macht es hervorragend. Und das Zweite, und das kommt jetzt etwas aus dieser Stabsarbeitstätigkeit raus, meine kritischen Bemerkungen im Zusammenhang mit den Akademikern. Ich sage, das eine tun, das andere aber nicht lassen. Und etwas den Fokus noch zusätzlich verlegen auf das Zielpublikum der Absolventen von Berufslehren, von Fachhochschulen, dass man dort ein Gefäß versucht zu schaffen, wo man einen Mehrwert generiert, wo man junge Menschen, Frauen, Männer inspirieren kann, wo man ihnen die Möglichkeit gibt, dass sie militärische Weiterbildung machen können und auf der anderen Seite eine Infrastruktur, jetzt zum Beispiel hier in Bern mit einer bekannten Schule, ich sage jetzt mal einen Namen, Feuss, ich weiß nicht, ob sie da möglich, aber ein Gefäßschaft zum Beispiel für junge Menschen, die irgendwie eine Betriebswirtschaft, ein BWL-Studium machen wollen, eine Fachhochschule oder auch eine gewerbliche technische Schule, wo man die Möglichkeit hat, diese Ausbildung zu machen, militärische Weiterbildung zu machen und die Infrastrukturen zum Beispiel die militärischen Infrastrukturen auch genutzt werden könnten in Kombination. Heute kennen wir ja, das ist ja immer noch so, wenn ich im Militär weitermache, Stufe Unteroffizier, Zugführer oder auch Kompaniekommandant, bekomme ich ja Ausbildungsgutschriften. Ist immer noch so, ist eigentlich hochinteressant, ist immer noch nicht bei allen Jugend angekommen, interessanterweise. Wieso kann man dieses Geld nicht auch investieren in eine solche Ausbildung, wo alles da ist, wo man begleitet wird und dazu noch militärisch die Weiterbildung absolviert? Und ich denke, dort sollte man nochmals etwas über die Bücher. Und bei der Alimentierung seid mutig, Herr Korpskommandant, lieber Thomas, sei mutig. Sprich das Thema an von bei den Soldaten zwei Wekas mehr. Und ich werde versuchen, bei den Unternehmen ein gutes Wort einzulegen, weil die dann auch noch 2 Jahre zusätzlich fehlen. Es kostet weniger als Elternzeit.
Herzlichen Dank, lieber Francesco. Schön, dass du da warst. Ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg bei all deinen Unterfangen und natürlich auch viel Zufriedenheit bei deinen Tätigkeiten. Herzlichen Dank. Besten Dank.